Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschmeier, ich bin Paartherapeut mit dem Coach in Hamburg und in Murnau. Heute geht es um das Thema Altersunterschied in Beziehungen. Stay tuned. Ja, bevor wir jetzt loslegen, gibt neu und auch nur für 6 Wochen den Ex-Detox-Kurs. Geht am 2. August los, wenn ihr mitmachen wollt. Ja, so eine Art, sozusagen so ein bisschen so ein Gegenpol bilden zum Liebeskummer-Kurs, der ja so ein bisschen schwere Themen hat, mehr so Leichtigkeit wieder ans Leben bringen. Schaut es euch mal an auf liebeschip.de. Ja, also mir ist schon öfters gefragt worden, mal ein Thema, also ein Video zu machen zum Thema Altersunterschied in Beziehungen. Wenn ihr mal ein Buch gelesen habt, ja, also es fällt da ja unter die Risikofaktoren. Muss man nicht immer wieder sagen, Risikofaktor heißt, kann ein Problem sein, muss aber überhaupt nicht, ne? Also wie du vielleicht, weiß ich nicht, immer dicke Butter isst und trotzdem kriegt nicht jeder, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß nicht, was man von viel Butter essen kriegt. Aber gut, egal. Und also es ist ein eher weicher Risikofaktor. Also ich habe ganz viele Paare bei mir gehabt, die einen größeren, also wann spricht man überhaupt von großen Altersunterschied? Ich sag mal so, ja, ab 7 Jahre. Ich habe viele Paare bei mir gehabt, die das hatten, die das aber überhaupt nicht, habe die immer mal gefragt, aber die hatten dann ganz normal andere Themen. Das fand ich jetzt nicht so Thema. Jetzt muss man immer überlegen, was bringt Leute, also was fördert das vielleicht, dass man einen größeren Altersunterschied in Beziehungen hat. Also, ja, ich habe das Gefühl, also ja, dass Leute jetzt schon mehr so auch aus der Norm rausgehen und wenn sich das so ergibt, auch in solche Beziehungen reingehen. Ich habe jetzt auch, ich auch immer wieder höre ich von Frauen, die älter sind, auch deutlich älter teilweise. Also, ich habe schon das Gefühl, dass manchmal beim größeren Altersunterschied Polarität irgendwie mehr da ist. So, man hat sich so mehr in seinen Rollen gefunden. Wie gesagt, Polarität muss ja nicht ans biologische Geschlecht gebunden sein. Klar gibt es auch das Thema Midlife Crisis, also auch für Männer und für Frauen, wo man vielleicht vielleicht auch noch mal anders guckt. Aber also es ist im Grunde genommen nichts falsch daran, einen größeren Altersunterschied zu haben. Klar, so ab, also man, ich gehe mal davon aus, dass es so ja siebte gibt, ne? Alle 7 Jahre gibt es so andere Themen und da muss man halt gucken, ob es passt, ne? Ich meine, wenn natürlich jetzt der Partner deutlich jünger ist und weiß nicht, jeden zweiten Abend, keine Ahnung, in den Club will und du willst das nicht, dann muss man halt gucken, geht das, geht's nicht irgendwie. Gibt es unterschiedliche Lebensthemen, will er vielleicht andere Kinder haben, andere keine Kinder haben, aufgrund anderer Lebenssituationen, da muss man halt, wie in jeder Beziehung, gucken, ob es halt passt. Also was schon ist, ist, dass ich den Eindruck habe, jetzt bei Leuten, die mir berichten von ihren toxischen Beziehungen, dass es so statistisch häufiger einen größeren Altersunterschied gibt, woran das genau liegt. Müsste ich jetzt spekulieren, wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, ja, vielleicht ist das für manche auch super wichtig, dieser Altersunterschied. Also, ich habe in meinem Leben eine Beziehung gehabt, wo alles dabei war: eine Frau deutlich älter, deutlich jünger. Also, ja, kann jetzt nicht sagen, dass ich den Eindruck hatte, dass das irgendwie. Also jetzt, dass es in sich irgendwie ein Riesenproblem ist oder so. Was schon ein Faktor ist, ist, dass natürlich die Gesellschaft da, also es ist immer noch so, es ist natürlich viel lockerer geworden, aber es ist immer noch so, dass die Gesellschaft dann mit ihren Sprüchen kommt. Also sicherlich vor allen Dingen, wenn die Frau älter ist. Muss man ja nur Macron und seine Frau mal sehen. Das ist doch irgendwie immer noch unnormal oder keine Ahnung. Oder ist dann immer, weiß ich nicht, Daddy-Issue, Mommy-Issues, Midlife-Crisis, keine Ahnung. Also sicherlich muss man sich da mehr
rechtfertigen, als was man das vielleicht müsste, wenn da alles Unterschied nicht so groß ist, aber ja, so what? Also ich meine, letztlich geht es um, gut, ziehen wir halt alle in unser Leben rein, was wir gerade so an Vibe haben und ja, das Alter halt irgendwo auch dazu. Genau, aber wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es viel krassere Risikofaktoren als das Alter jetzt. Also die großen Klassiker, Haus bauen, heiraten, Kinder kriegen sind da sicherlich gravierender oder auch überhaupt Bindungsstile sind sowieso das gravierendste. Oder auch krank werden, Kind wird krank. Also es gibt ja viel krassere Risikofaktoren als das Alter jetzt alleine. Ja, das mal so meine Gedanken dazu und wir werden uns bald wiedersehen. Minus eins.